Und hier sind wir auch schon auf Cursed Hollow. Und auf der linken Seite, da haben wir sie, das Team, das internationale Team von Fnatic mit Shinobu auf Reyna, Kessel auf Uther, Laul spielt Aphis, Fretz spielt Kerrigan. Und in der Top Lane haben wir noch Ace of States auf Brightwing. Und ja, Shinobu haben wir schon gezeigt. Auf der rechten Seite gibt es dann Team AAA, das rote Team aus Frankreich mit Tunjay auf Rhaegar, Quackniks spielt Valor, Smexy-Style spielt Tychus. Hier haben wir noch Acer Lotus, der scheint hier wohl ein Ersatz zu sein. Und spielt Tassala. Ganz unten gibt es noch Vipelino, der hier auf Mugadin unterwegs ist. Und Party Lane. Einmal unten auf Seiten von Fnatic und einmal komplett oben auf Seiten von Alternate. Und die werden sich hier demnächst doch vermutlich in eine Rotation zwingen müssen. Mal schauen, wer da nach unten marschiert. Aber bis jetzt warten sie hier alle noch. Ace of Spades, ja gut. Sieht jetzt hier erstmal nur Quarknix. Schaut den Busch sich hier ganz genau an. Und da unten. Oh, Vipelino muss aufpassen. Schöner Root gesetzt. Ich glaube, sie kriegen einen Kill. Nee, wunderbar davon gesprungen. Schön, schön eingesetzt hier. Mit dem Dwarf-Toss. Und inzwischen der Ace of Spades weiß jetzt auch Bescheid. Okay, alles klar, die sind hier oben. Machen einen ordentlichen Druck auf mich. Aber wir haben auch schon die Rotation. Also, Team Fnatic wird hochrotieren. Laul und Fretz warten hier. Da muss Lotus ein bisschen aufpassen. Aber mit Maulke sieht er schon, was kommt. Kann sich in Sicherheit begeben. Und sie rotieren weiter. Wenn jetzt hier oben hingehen. Und dann eben gegen den Triple Stack, gegen die Party Lane von AAA angehen. Aha, Laul kommt schon rein, aber ja, okay, ich meine, damit rechnen sie natürlich auch. Genau mit sowas muss man halt rechnen an der Stelle. So, ich versuche hier noch den Namen irgendwie hinzukriegen, aber so richtig will das gerade nicht. Ah, mal gucken, vielleicht so. Ja, doch, jetzt passt das. Jetzt passt das. Und mal wieder, immer wieder den Deathbush rausgeholt. Komisch, dass sie es so spät noch versuchen. Ich meine, sie verpassen jetzt keine Erfahrungspunkte und riskieren aber dafür oben in der Toplane doch ein bisschen was an Schaden. Und das sieht man halt auch schon so ein bisschen. Die Türme haben schon ein bisschen Schaden genommen. Aber Ace of Spades konnte das bisher eigentlich auch ganz gut, ja, ganz gut dagegen ankommen. Hier wird schon das Bruiser Camp genommen. Auf Seiten von Fnatic holen sie sich die Seed Shines und ja, auch das wird gesehen. Schnell noch Clairvoyance eingesetzt. Er hat sich da Clairvoyance geholt, beziehungsweise Farsight war das Ganze. Auf Seiten von Rhaegar. Und sie warten noch kurz. Interessant, interessant. Ich weiß nicht so richtig, warum er gerade wartet. Vielleicht noch. Ah, genau, daher. Dafür wartet er. Wegen dem Tribute. Dass die Seed Shines sich dann auf den Weg begeben. Aber verpassen halt ein bisschen was an Pushing Power. Und hier in der Mitte wird jetzt hart durchgepusht. Da sind die Bruiser am Werk. Oh, Tungjae muss da doch zurückgehen. Und das erste Tribute eigentlich in einer schönen Position für Fnatic. Aber schon ist AAA auch am Werge. Und Lotus, traut er sich so richtig daran? Nee, Shinobu ist der Erste, der hier versucht zu channeln. Aber halt mit Tesla hat man einen wunderbaren Disengage und einen schönen Disrupt aufs Tribute. Müsste jetzt eigentlich auch gleich der nächste Stun kommen, aber nee, ist nicht drin. Shinobu holt sich hier das erste Tribute. Und ja, AAA lässt das Ganze komplett sein. Hatten halt die Bruiser, die hier mittig am Werk waren. Und die konnten inzwischen schon an den Türmen ein bisschen was an Schaden machen, am Tor ein bisschen was an Schaden machen. Und haben mehr oder weniger schon das Maximum rausgeholt. Und da kann man halt auch das Tribute mal sein lassen. Wobei es halt ein bisschen besser noch gewesen wäre, zeitlich auf die Siege einzugehen. Das haben sie jetzt nachgeholt. Und wir haben doppeltes in Venom auf Kerrigan und auch auf Arthas. Da unten die Attack Range ein bisschen erweitert und den Adrenaline Rush für die Heilung noch rausgeholt. Also trotz Double Support. Shinobu wird da rausgenommen. Super Move. Und damit First Blood auf Seiten von Team AAA. Ja, auch die gehen ein bisschen mehr auf Heilung. Da wird First Aid für Tychus genommen. Der Healing Ward für Tassadar. Aber jetzt keine gesonderten Healing Skills. Mal abgesehen vom Healing Totem für Rhaegar. Aber das ist ja auch mehr oder weniger normal. Oh, Tungjae. Versucht das Maxi-Star noch mal ein bisschen hoch sein. Ja, sie wollen jetzt hier ordentlich Druck aufbauen mit den Seed Shines. Haben ja auch schon in der Midlane ein bisschen was an Druck gemacht. Aber das nächste Tribute ist halt auch schon am Kommen. Und es spawnt wieder hier unten. Also da sehen wir die veränderten Tribute-Regeln. Dass das erste Tribute halt wirklich keinerlei Rolle spielt. Oh, Shinobu. Ein guter Bounty-Block von Vipelino.
Also Shinobu sollten sie hier haben und das kriegen sie auch wunderbar hin. Jetzt sind sie aber allerdings sehr, sehr weit out of position. Und Smexister versucht da zu entkommen, rennt noch vor Kessel da weg. Und Lotus sollte noch ein Phase Shift drin sein. Kriegt das hin? Ja, auch der kommt nochmal davon. Ace of Spades jetzt sehr, sehr niedrig und abgetrennt vom restlichen Team. Aber Vipellino, ich glaube nicht, dass er da oben überlebt. Ne, da kommt noch der Grasp. Und da holen sie ihn auch raus. Auch Lotus wird es hier nicht überleben. Wird auch noch vom Boss angegangen von der einen Seite. Also der Double Kill und der Ausgleich in den Hero Kills. Unten schaffen sie es jetzt auf den Boss zu gehen. Und können den auch recht schnell rausnehmen. Aber Team AAA hat halt an den Forst schon einiges an Schaden gemacht. Und deshalb einen leichten Vorsprung, was die Erfahrungspunkte angeht. Auch die holen sich jetzt ihren Boss und sind auch schon Level 10. Aber ich glaube, wenn der Boss hier genommen ist, sollte auch Fnatic Level 10 erreichen. Ja, was kommen hier als Heroics rein? Archon, Commander Odin, der Avatar. Und Rhaegar hat sich noch nicht so ganz entschieden. Reign of Vengeance kommt für Valor rein. Und dann sollten wir eigentlich auch Ancestry Healing für Rhaegar kriegen. Wobei halt Bloodlust mit Valor und Tarkus auch nicht zu verachten ist. Aber sie brauchen halt auch ein bisschen was an ordentlicher Heilung. So, da sind die Level 10 Talente. Also wie versprochen, kamen sie mehr oder weniger rein, nachdem das Tribute genommen war. Und da gibt es Maelstrom, Emerald Wind, Army of the Dead, Rainer's Raiders und Divine Storm. Also auch da nicht wirklich die Überraschung. Wir haben zweimal Protective Shield. Also das ist halt die Kunst vom Double Support. Dass sie halt extrem gutes Sustain da rausholen können. So, keiner traut sich jetzt so richtig auf das Tribute zu gehen. Oh, wir bewegen ein bisschen weiter ab vom Schuss. Und auch schon in der Polymorph auf ihn. Wer kann es sich halt auch erlauben, kriegt auch nochmal ein Schild von Lotus raufgesetzt. Und können immer wieder unterbrechen hier. Das ist halt die Kraft von Lotus und jetzt ein guter Root hier auf Lotus und auf Quarknex. Und sie haben zwischenzeitlich auch noch das obere Fort rausgenommen. Aber der Boss von Fnatic ist auch noch auf dem Weg. Und so richtig kommt hier keiner ran. Zwischen auch die Level komplett ausgeglichen auf beiden Seiten. Oh, Vipellino jetzt doch weit ab vom Schuss. Da kommt der Stun. Wo ist der Root? Oh, da kommt Brain of Vengeance mit rein. Vipellino wird auch noch mit Ancestral Healing hochgeholt. Kessel sehr, sehr niedrig, aber Tungjae muss raus aus dem Kampf. Kessel wird hier fallen, Vipellino aber auch sehr, sehr niedrig. Kommt er nochmal davon? Oh, ganz, ganz knapp. Kriegt nochmal eine Heilung. Aber Uther klappt jetzt auch nochmal von hinten auf ihn rauf, aber das reicht halt nicht so ganz. Und so kriegen sie das Tribute. Aber verlieren dafür ihren Uther. Könnte vielleicht reichen, dass hier AAA ein bisschen was an Schaden nochmal rausholt. Ja, auch das schaffen sie. Kriegen beide Türme und das Gate. Aber ich glaube, das Fort sollte halbwegs sicher sein. Denn Uther ist inzwischen schon wieder im Spiel. Bewegt sich auch hier direkt wieder in die Midlane zusammen mit Kerrigan. Und die sollten rechtzeitig reinkommen, um hier weiteren Schaden zu verhindern. Ja, das schaffen sie auch. Brightwing oben nochmal die Lane geklärt und wird jetzt sich hier daran machen, mit dem Bribe Stack sich dieses Easy Camp zu holen. Ja, genau. Schnell gebribed und dann muss Tychus hier oben doch erstmal kurzzeitig in Lane bleiben, um die Siege Shines auszuschalten. Unten macht sich Lotus in die Mitte. Und ich denke mal, jetzt doch nicht mehr. Wir haben kurzzeitig überlegt, sich die Bruiser zu holen. Siege Shines noch schnell geholt auf beiden Seiten. Beziehungsweise die Bruiser für Team Fnatic. Aber das Tribute ist jetzt da. Und es sieht so aus, als wenn Fnatic das Ganze sein lässt. Ja, die lassen es komplett gehen. Also wir werden einen richtig starken Kampf sehen ums nächste Tribute. Level 13 Talente, da haben wir Feral Launch für den Rhaegar in Ghostwolf vom einmal Rewind auf Muradin. Dann Multishot für Valor. Blendless für Tychus und Prescience für Bastila. So, schnappen sie sich jetzt endlich das Hardcamp? Nee, auch da wird ignoriert. Oben gilt es ein paar der Siege Shines auszuschalten. So, doppeltes Rewind, einmal auf Kerrigan, einmal auf Brightwing, dann nochmal Giant Killer für Rainer, Relentless für Arthas und den Shrink Ray für Uther. Schön, dass man sich das leisten kann, hilft dann halt doch ganz schön gegen entweder den Odin oder halt Valar, um die halt so schnell wie möglich rauszufokussen in den Teamfights. Muradin ein bisschen aufpassen hier in der Mitte, aber er hält sich halt recht weit hinten, sollte also halbwegs sicher sein. Und das nächste Tribute, darauf kommt es jetzt wirklich an. Das nächste Tribute sollte eigentlich unten spawnen und entweder Mitte oder links, ja. Links spawnt auch, eine sehr, sehr schöne Position für Fnatic.
Aber liegen halt auch ein Level hinten. Oh, der Root verpasst. Und jetzt kommt hier Fnatic noch ein bisschen in die Bedrohung. Ein wunderbarer Rain of Vengeance. Threads muss hier rausspringen. Da kommt der Emerald Wind, drückt ein bisschen Smaxi-Style weg. Und Muradin wird direkt rausgenommen. Wichtig, dass sie ihn hier schon schnell erwischen. Smaxi-Style schon die Hälfte der Energie. Nochmal ein Primal Grasp nachgezogen. Aber er sitzt halt noch im Odin. Ist noch halbwegs sicher. Threads muss hier raus aus dem Kampf. Und der Rest zieht sich auch zurück. Ich denke mal, sie könnten nochmal zurückkommen. Wobei momentan halt AAA auch sehr, sehr viel Gesundheit hat. Kessel kommt nochmal davon. Laul muss aufpassen. Ist schon sehr, sehr niedrig. Alle Heroics schon eingesetzt. Und da holt sich AAA direkt einmal den Curse. Oh, Laul muss weiter zurück. Sie müssen zurück. Und das ist natürlich eine super Aktion. Die Bruiser kommen rein. Der Curse ist aktiviert. Sie holen sich das obere Fort. Sie werden das untere Fort auf jeden Fall auch kriegen. Und das gibt ihnen dann einen sehr entscheidenden Boost. Könnte vielleicht sogar zum sehr, sehr schnellen Level 16 reichen. Ja, oben fällt es fort auch. Ja, das ist doch sehr, sehr gut hier gerade alles für Team AAA. Bruiser sind immer noch am Werkeln. Und schaffen es jetzt hier, den Boss noch zu stehlen. Das wäre natürlich ganz immens. Reicht dann nicht mehr für, um den Fluch hier optimal auszunutzen. Aber der wird halt trotz allem noch einiges an Schaden machen. Und das kauft ihnen halt auch wieder Zeit, um vielleicht ihren eigenen Boss noch direkt nachzusetzen. Und ich glaube, das werden sie auch machen. Sind sie direkt auch zu ihrem eigenen Boss? Ah, sieht so aus. Ja, doch. Eigener Boss muss drin sein. Ja, ich meine, Fnatic, die müssen halt jetzt einfach zurück. Die müssen zurück, den Boss stoppen, möglichst bevor er ihr eigenes Tor erreicht. Ja, doch, das schaffen sie auch. Das kriegen sie hin. Und das kauft halt AAA die Zeit, auf ihren Boss zu gehen. Und halt nochmal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte rauszuholen. Level 16 ein bisschen eher zu haben. Aber es reicht halt nicht, um das so viel eher zu haben, um daraus wirklich viel Profit zu schlagen. Oben müssen sie auch die Seed Shines noch stoppen. Ich denke mal, sie können einen runterschicken, um die Seed Shines bei sich wieder in Bewegung zu setzen. Denn sie müssen halt auch Fnatic ein bisschen beschäftigen, denn die haben auch gleich ihren Curse. Haben ja schon zwei Tribute eingesammelt. Und das ist halt die Gefahr, wenn du halt bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt gleich aufwarst, was die Tribute angeht. So, jetzt kriegen sie wieder schön die Watchtower Control, haben oben den Boss, der durchpusht. Und sie wollen scheinbar mit dem Boss pushen. Aber da Brightwing im Fnatic-Team ist, können sie halt da immer auch wieder nur Brightwing vorschicken, um das Tribute zu holen. Das Farsight gut gesetzt sehen. Okay, alle sind in Position. Wir müssen ein bisschen aufpassen, können uns da nicht zu weit vorwagen. Oh, Vipelino muss da zurück. Sie locken aber halt auch so ein bisschen raus. Die Chance sein, ein guter Grasp auf Vipelino und nochmal schön in Polymorph nachgesetzt. Aber da kommt ein Cestral Healing rein. Laul frisst hier einiges an Schaden. Und Sanjay springt direkt rein. Guter Emerald Wind verhindert hier das Schlimmste. Muradin und Rhaegar werden rausgenommen. Das Maxi-Style frisst ja auch einiges an Schaden. Kommt der Laul nochmal davon? Ja, doch, auch der kommt davon. Und jetzt müssen sie sich doch zurückziehen. Die verbleibenden Helden von AAA haben halt noch sehr, sehr viel Gesundheit. Und der Boss, den müssen sie halt irgendwie auch stoppen. Sollte allerdings verhindern, dass sie das jetzt nächste Tribute kriegen, denn das sollte demnächst spawnen. Und da fällt der Boss. Reicht das schon? Können sie jetzt nochmal schnell heilen? Das halbe Team geht zurück, halbe Hearthstone zurück. Und Laul, der Einzige, der hier läuft. Man hat ja immer einen kleinen Boost, wenn man den Hearthstone einsetzt, dass man eine instantane Heilung und Mana-Regeneration hat. Also es lohnt sich halt auch bei kurzen Strecken, das kurz zu channeln. Ich weiß nicht, ob da schon jemand mal eine Ausrechnung gemacht hat, ab welcher Strecke sich das lohnt. Ich denke mal, die Pro-Gamer sind da vielleicht doch schon ganz gut dabei und wissen genau Bescheid, wie viel früher man das wirklich einsetzen muss. Ja, und die Zeit hat AAA genutzt, um ihre eigenen Bruiser zu holen. Also noch ist das Ganze ausgeglichen. Also hat kein Team wirklich einen riesigen Vorteil. Die Bruiser jetzt natürlich nur genommen, damit sie dann halt was haben, wenn das Tribute kommt. Und da kommt es auch schon. In der schönen Position für AAA. Sind alle schon mehr oder weniger auf Abfangkurs. Wir müssen auch die Bruiser gleich noch stoppen. Die eigenen Bruiser machen sich jetzt auch auf den Weg. Vielleicht können sie es clearen, bevor da der erste zum Tribute kommt. Aber Brightwing ist schon fast da. Smaxi Style versucht sie von der Seite aufzuhalten. Sie brauchen sehr, sehr lange, um in Position zu kommen. Das kauft Fnatic halt auch Zeit. Die kommen direkt ran. Ace of Spades versucht zu channeln. Nee, versucht er nicht. Da kommt der Root of Quacksnakes. Wird super schnell rausgenommen. Nochmal schönes CC auch von Kessel nachgesetzt. Mit dem Divine Storm. Und Vipelino muss da fliehen. Frisst einiges an Schaden. Nochmal ein CC nachgesetzt. Oh! Aber trotz dann kann er rausspringen. Schöner Dwarf Toss. Smaxi Style wird rangezogen. Der ist der Root of Lotus. Und der kommt nochmal mit dem Face Shift davon. Smaxi Style kann jetzt hier zurückdrücken. Aber das Tribute, das gehört auf jeden Fall Fnatic.
glaube nicht, dass da Lotus irgendwas gar ändern kann. Vielleicht kommt er nochmal rein. Nee, Laul versucht da von der rechten Seite zu stoppen. Und das ist der Fluch für Fnatic. Ah, die Bruiser können sie natürlich noch stoppen. Aber die sind jetzt auch nicht mehr ganz so stark. Zumindest die Minions gehen sehr, sehr schnell drauf. Also die Bruiser holen sich schnell. Brightwing setzt nochmal kurz Bribe ein, um oben die Siege Shines auf den Weg zu schicken. Und ja, das obere Fort wird nochmal hoch mit dem Schild geschützt. Aber auch das bringt dann halt nicht ganz so viel. Ja, er verschwindet halt extrem, extrem schnell. Aber dadurch, dass sie halt jetzt noch jeden Helden in der Lane haben, zumindest demnächst sollten, in den beschützenswerten Lanes zumindest, ja, das hilft natürlich dann, um die so lange wie möglich am Leben zu halten und die Minions vorher auszuschalten, bevor sie überhaupt dahin kommen. Fnatic sammelt sich hier schon mal. Wollen demnächst ihren Boss nehmen. 30 Sekunden noch. Das weiß natürlich auch Team AAA. Aber die sind halt momentan noch gegen die Siege Shines hier oben beschäftigt und halt, wie gesagt, die Lanes zu clearen. Das Fort wird oben trotz allem rausgenommen und auch Rhaegar gerade noch erwischt. Ha! Solche Fehler dürfen halt nicht passieren. Das könnte jetzt den Tod von dem mittleren Fort noch bedeuten. Der Fluch ist vorbei, aber es hat das komplette Team gegen nur zwei Helden und sie sehen es auch ein, dass kein vorbeikommen. Das ist das nächste Fort. Level 19, also gut ein Level Vorsprung. Jetzt kommt noch der Boss geholt. Nächster Boss braucht noch 30 Sekunden. Also vom Timing her sollte es fast perfekt sein für Fnatic, dann den Boss von AAA auch noch zu denyen. Aber sie müssen sich halt beeilen. Brightwing kommt jetzt auch noch mit dazu. Ah, ich weiß nicht so richtig. Ich sehe nochmal beim Pushen helfen. Und einfach gucken, wo sie in den Lanes sind. Oh, schöner Move von AAA. Ich denke mal, die gehen hier ein bisschen auf Abfangkurs. Ja, da wird der Boss genommen und Fnatic macht sich auf den Weg nach oben. Was haben sie hier noch als Talente gesichert? Blood for Blood für Kerrigan, Critter Rise für Brightwing, Stone Skin für Aphis, dann noch der Berserker für Rayna und Imposing Presence für Uther. Oben Earthbrass Totem für Rhaegar, Stone Form, Blood for Blood, Stone Skin und Dimensional Warp. Also ein bisschen mehr Survivability auf Seiten von AAA. Ah, aber Fnatic will es auch nicht riskieren. Jetzt ist Level 19 bald dran für AAA und ja, ich meine, wir könnten es schon versuchen. Ihnen fehlt momentan ein bisschen die Map-Sicht, um das wirklich durchzuziehen, auf den Boss zu gehen. Da ist Clairvoyance auf Seiten von Fnatic. Oh, Laul da oben, ein bisschen weiter ab vom Schuss. Aber Brightwing teleportiert sich direkt dazu. Jetzt haben wir auch wieder das komplette Team hier in Position. Und drücken damit AAA schön weg. Aber Army of the Dead vielleicht ein bisschen vorzeitig eingesetzt. Jetzt müssen sie es auch nutzen eigentlich. Jetzt müssen sie auch auf den Boss gehen und das komplett ausnutzen. Aber sie wollen halt Level 20 noch haben. Und da ist es auch. Das sollte jetzt allerdings reichen. Das ist der Trigger. Damit können sie auf den Boss gehen. Und Rainer's Raiders auch so schnell wie möglich diesen Boss gehen. Also alles einsetzen, was geht. Die Vinestorm ist das Einzige, was hier noch nicht gezündet wurde. Mal abgesehen vom Emerald Wind und Kerrigan's Ulti. So, da kommt Emerald Wind rein. Schönes Team getrennt. Lotus nimmt hier einiges an Schaden. Auch Rhaegar geht sofort drauf. Rain of Vengeance versucht noch das Schlimmere zu verhindern. Aber Vipolino wurde eingeschrunken. Fretz springt zurück mit Ball of the Storm. Und Laul kommt ja auch nochmal davon. Ja, sieht so aus. Hat dann noch so alle seine Ghouls gerichtet. Und Uther wird rausgenommen. Also 1:1 im Teamfight, aber sie haben sich halt den Boss geholt und das war das wirklich Wichtige. Den Boss auf den Weg zu schicken und damit Team AAA zu beschäftigen und nochmal ein bisschen was an Schaden auszuteilen. Das gibt ihnen jetzt die Zeit, das nächste Tribute zu holen, die Siege Shines, beziehungsweise das Bruiser Camp zu holen. Und mal schauen, wie viel Stacks hat Ace of Spades. Ne, es reicht noch nicht ganz. Also können sich da zumindest ein Siege Shine briben, aber viel mehr auch nicht. Ace of Spades hilft ein bisschen beim Drücken hier unten. Ja, die Siege Shines kommen auch in einer Minute wieder, aber das wäre doch momentan ein bisschen zu riskant, darauf zu gehen. Jetzt ist Rhaegar auch gleich wieder da, Level 20, mehr oder weniger in Reichweite auf Seiten von AAA. Und ja, ich denke mal, ein Bribe kommt jetzt hier rauf oder sie fokussieren es halt direkt, warten auf einen besseren Zeitpunkt später, um aus den Siege Shines so viel wie möglich rauszuholen. Würde ich fast als besser empfinden. Ne, ein Bribe wird gesetzt. Okay, interessant. Aber ich meine, jetzt kommt halt demnächst auch schon das nächste Tribute, von daher ist es auch ein durchaus brauchbares Timing für die Jungs.
Jetzt bewegen sie sich wieder Richtung Mitte. Wollen jetzt hier ein bisschen durchpushen. Aber okay, oben sind die Seed Shines auf dem Weg. Das Tribute ist da. Also auch da jetzt die Chance, das zweite schon zu sichern und dann dementsprechend auch einen ordentlichen Vorteil rauszuschlagen. Das bringt dann nämlich wieder AAA in Zugzwang. Oh, die drücken aber auch gut zurück gerade. Das Maxi-Style frisst da schon ein paar Schüsse. Alle Heroics mehr oder weniger verfügbar. Kerrigans Heroic braucht hier noch ein paar Sekunden, der Maelstrom. Ja, aber sie trauen sich nicht. Und Vipelino springt rein, direkt auf Shinobu gegangen. Da kommt Board of the Storm, um davon zu kommen. Schöner Shrink auf Vipelino und er wird auch direkt eingefroren. Jetzt kommt das Fokus von allen und er fliegt so schnell raus. So schnell wird er hier rausgefokust. Und ein super Divine Hurricane. Quaxnix frisst ja nichts an Schaden. Aber auch der kann davon springen. Das Maxi-Style da oben vom Team getrennt. Kratz kann ihn vielleicht von oben stoppen. Versucht den Bodyblock. Und er wird ja auch rausgenommen. Schon zwei Kills jetzt hier auf Seiten von Fnatic. Sollte eigentlich reichen, um hier den Push wirklich perfekt zu machen. Brightwing wird zurückgehen, wird versuchen, das Tribute zu sichern und der Rest einfach durchdrücken. Einfach vielleicht ein bisschen Schaden aufs Keep noch zu machen, um das rauszunehmen. Es ist so gut wie down und das kriegen sie auch. Das kriegen sie auf jeden Fall hin. Brightwing holt sich hier das Tribute. Also sie setzen alles darauf, mit dem Curse dann fertig zu machen. Ist, denke ich, auch die bessere und sichere Wahl. Wurden die Seed Shines noch geholt? Bye. Brightwing wird jetzt hier noch die Bruiser ausschalten und dann vielleicht auch zurück teleportieren. 14 Sekunden noch auf Muradin, 27 auf Rain, auf Tychus. Ja, das reicht, glaube ich, nicht mehr ganz. Es war so ein bisschen die Entscheidungsfindung, okay, wenn die Bruiser jetzt schnell geklärt worden wären von Brightwing, dann hätte es vielleicht gereicht. Dann wären sie vielleicht direkt noch aufgegangen, hätten ihre Seed Shines unterstützt. Aber so war es doch ein bisschen knapp. Inzwischen ist auch Muradin wieder da, auch Tychus so gut wie wieder da. Also ich denke, es war schon die richtige Entscheidung hier, etwas sicherer zu spielen. Und sie haben halt demnächst auch wieder ihren Boss. Ja, genau, der ist doch schon wieder da. Mal gucken, wo sie sich jetzt positionieren. Auch das nächste Tribute sollte bald wieder kommen. Ja, es kommt. Es kommt oben mittig. Oh, Divine Hurricane komplett verfehlt leider. Bisschen verschossen das Ganze. Macht es jetzt den nächsten Teamfight doch etwas einfacher. Für AAA. Denn der Divine Hurricane, ja, das ist halt der meiste CC, den sie momentan haben. Ansonsten bauen sie da viel auf Kerrigan. Und auch die hat gerade nicht ihren Heroic verfügbar. Ja, Team AAA, die warten hier unten. Das Maxi scheint schon eigentlich in einer recht guten Position. Vielleicht können sie vordrücken. Da kommt das Oracle von Lotus. Sieht hier, dass Fnatic in Position ist. Und Vipolino versucht dann direkt schon das Channel anzugehen. Das sieht in gute Position aus für Team AAA. Und da kriegen sie auch das Tribute. Wunderbar gemacht. Natürlich nicht das, was ich hier Fnatic erwünscht hätte. Sie wollten eigentlich den Boss holen und wenn nicht den Boss, dann noch zumindest das Tribute. Und jetzt haben sie gar nichts gekriegt. Gar nichts von beiden. Es gibt halt schon mal eine Chance für AAA zurückzukommen in so einer Situation. Und die werden sie jetzt so gut es geht auch ausnutzen. Ihr Boss wird demnächst wieder verfügbar sein. Ihre Bruiser sollten demnächst wieder verfügbar sein. Oh, da läuft Vipelino fast in die Falle. Aber kann nochmal einen Stun auf Fretz rausholen und halt dementsprechend auch die Sicht da unten geben. Aber es hilft natürlich etwas, jetzt Zeit zu kaufen, den Boss ein bisschen länger da sein zu lassen. Bis ihr Boss auch wieder verfügbar ist. Der ist jetzt gerade reingekommen. Wir haben auch Level 21 gerade erreicht. Aber ich glaube, beide Teams werden sich ihren eigenen Boss sichern. Ah, Vipelino wartet hier unten. Es ist halt doch ein bisschen riskant. Aber auch Fnatic zieht sich da zurück. Traut sich auch nicht, nachdem hier Clairvoyance gesetzt wurde. Lotus auch nochmal mit ein bisschen mehr Sicht geben. Da kommt das nächste Tribute. Schöne Position, aber beide Teams sind hier schon mehr oder weniger bereit. Das, ich denke mal, das könnte das spielentscheidende Tribute sein. Denn entweder holt es sich hier Fnatic oder AAA kann es verhindern, holt sich auch das zweite und könnte danach dann den Boss holen. Also wer jetzt hier die ersten Helden rausnimmt, hat auf jeden Fall die Überhand und könnte direkt schon einen spielentscheidenden Move bringen. Das ist natürlich für AAA ein bisschen schwieriger. Die haben noch nicht einen Keep rausgenommen. Auch die Tore stehen da größtenteils noch. Weil halt nur ein Level Unterschied. Mit einem guten Engage kann das durchaus was werden. Und ihnen fehlt halt der Initiate. Eigentlich warten sie nur, dass Fnatic hier den Initiate bringt. Und Shinobu, oh, ich glaube, der kann nicht unterbrochen werden. Doch, da kommt noch was rein. Quaxnix kann das Ganze kurzzeitig stoppen. Und Lotus hat eigentlich auch noch einen Storm verfügbar. Ja, da kommt der Storm rein. Also soweit kriegen sie es ganz gut hin.
heben ein bisschen ihre Position jetzt auf da oben. Quacknix nochmal mit der Unterbrechung. Ja, das reicht. Es reicht. Auch ein Storm noch dazu gesetzt. Sollten es vielleicht ein bisschen besser timen, dass immer mal jemand unterbricht, dann der andere unterbricht, dass eben die Cooldowns immer verfügbar sind. Also soweit reicht es ganz gut. Mana ist auch noch gut verfügbar. Jetzt gehen sie hier ein bisschen tiefer rein. Ich weiß nicht so richtig, ob das die richtige Entscheidung war. Da kommt der Root of Lotus und Emerald Wind direkt gepoppt. Lotus wird nochmal hochgehalten. Wunderbares Timing auf den Ancestral Spirit. Und Laul droppt jetzt hier richtig, richtig niedrig. Da kommt noch CC dazu mit dem Divine Hurricane. Kessel wird aber trotz allem fallen. Und sie konnten niemanden rausnehmen. Zwei Helden down. Schön den Bolt of the Storm gesetzt. Big Red Button kann ihn nicht Freds noch rausnehmen. Aber sie kriegen das Tribute. Holen sich direkt auch noch die Bruiser. Also holen wirklich das Maximum raus aus diesen beiden Heldenkills. Und werden dann, denke ich mal, da direkt danach auch noch auf den Boss gehen. Also es ist genau das passiert, was ich gesagt habe, dass halt eben diese Situation entsteckt, wo alles in so einem Schneeballeffekt auseinanderfällt. Also die Bruiser gehen, sie gehen direkt aufs Keep. Echt interessant. Ich dachte, sie holen sich jetzt den Boss. Immerhin 30 Sekunden auf Arthas und Uther. Ist eigentlich kein wirklicher Engage möglich, aber sie drücken einfach weiter durch mit den Bruisern und das Keep. Und wollen sie jetzt hier auch schon den Kill auf dem Core? Das ist wirklich ein bisschen zu viel des Guten, meiner Meinung nach, aber mein ohne Arthas und Uther ist es halt sehr, sehr schwer zu kämpfen, aber Tychus geht drauf. Lotus drückt da, er wird auch nochmal zurückgedrückt vom Emerald Wind. Also sie bringen sich halt in eine ordentliche Position, um von allen Seiten raufzugehen. Aber Lotus kommt auch nochmal davon, kriegt auch nochmal ein Ancestral Healing drauf. Es reicht, glaube ich, aus. Wow, was für eine Drehung hier für AAA. Da fällt der Core und auf den letzten Minuten mit der entscheidenden Situation hier einfach die Entscheidung zu fällen, okay, das muss es sein, wir machen es jetzt einfach mit den Bruisern, während Arthas und Uther rausgenommen sind aus dem Spiel. Wirklich super Timing erwischt und perfekt ausgenutzt eben in dem letzten Kampf hier. Sehr, sehr schöner Move. Und damit AAA ein bisschen die ja verlustreichen Serien der letzten Spieltage ausgeglichen. Haben sie sehr, sehr ordentlich gemacht.